Die Blasmusik erfreut sich großer Beliebtheit bei Jung und Alt. Der Eisenbahner Musikverein Brugg feierte vor kurzem sein 90-Jahr-Jubiläum mit einem großen Jubiläumskonzert. Gerade der Eisenbahner Musikverein hat ja große Tradition in der Eisenbahnerstadt Brugg an der Mur. Und es ist eine große Freude zu sehen, wie es immer wieder gelingt, junge Musikerinnen und Musiker zu finden, die sich auch für Blasmusik begeistern lassen. Und wenn wir heute hören, dass diese Blasmusik aus drei Gruppen besteht, nämlich aus der Blasmusikkapelle, aus dem Young Trainorchester und auch aus der Miniband und heute auch noch eine Jazzband aus diesem Orchester heraus präsentiert werden kann, dann denke ich, brauchen wir uns um die Zukunft dieses Eisenbahnermusikvereines keine Angst machen. Ja, der Musikverein hat sich von seit 1920 sehr gewandelt, zumal durch die Kriegszeiten und natürlich auch durch die Umstrukturierung der ÖBB hat sich diese Kapelle, die bis 1988 dem Bahnhof unterstellt war, zu einem eigenen, jungen, dynamischen Blasorchester entwickelt. Gefeiert wurde noch lange und alle sind sich einig, 100 Jahre Eisenbahner Musikverein wird was ganz Besonderes.